die vermutlich letzten Ballwechsel in dieser Vorrundenbegegnung. Zwischen Sophia Reichert Wombach und einer jungen Dame vom Post-SV Augsburg. Und da möchte ich die Gelegenheit nutzen für Leute, die sich für Tischtennis-Historie interessieren. Da gibt es zwei ganz wichtige Namen. Das eine ist natürlich der weltweit vielleicht größte Tischtennis-Historiker überhaupt mit der größten Sammlung, der auch das Tischtennismuseum des Deutschen Tischtennisbundes mit seinen Leihgaben ausgestattet hat. Das ist Günther Angenent, auch auf Facebook zu finden. Was er alles hat in Sachen Tischtennis-Historie, das kann man gar nicht alles aufzählen. Ich wollte ihm mal was schenken, er hat es beinahe nicht genommen, aber dann hat er sich doch noch überlegt. Ein Tischtennis-Lehrbuch von berühmten Alex Ehrlich, handsigniert. Er weiß, was das heißt, und deswegen kam er da ins Grübeln und hat es dann doch dankbar angenommen. Hab mich auch gar nicht leichten Herzens davon getrennt, aber wenn der Günther das in seine Sammlung steckt, dann fällt das leicht. Das habe ich vom Günther erzählt und wollte eigentlich von Karl Schöpp erzählen. Den einen oder anderen ist vielleicht die ehemalige Bundestrainerin Xi Schöpp noch ein Begriff. Er war lange Zeit mit ihr verheiratet, hat da die Gelegenheit genutzt, ein bisschen auch in China an Orten Videos zu machen, wo man sonst als Europäer oder deutscher Spieler nicht so ganz einfach hinkommt. Hier übrigens im Gespräch links Jürgen Renner, Öffentlichkeitsarbeit, BTTV, rechts der BTTV-Fotograf Nils Rack. Bitte beachten die Veröffentlichungen auch auf Facebook BTTV oder auf der Homepage. Kommt demnächst etwas zu Michael Münzinger und Dr. Petra Gassum, zwei Legenden aus Mittelfranken, die leider ein bisschen in Vergessenheit geraten sind mit ganz großen Erfolgen. Zurück zu Karl Schöpp. Er hat auch eine unglaubliche Sammlung an Erinnerungsstücken zum Thema Tischtennis. Und vieles davon findet ihr, ja, jetzt kommt die Auflösung, auf der Homepage des Post SV Augsburg. Und für diejenigen, vor allen Dingen für die schon etwas älteren Spieler, ist es ein ganz goldener Tipp. Ich habe mir da erlaubt, wenn es interessiert, zum Jubiläum 50 Jahre Landesleistungszentrum, natürlich nicht München, so lange sind wir nicht vor Ort, sondern Burg Lengenfeld war das damals, ganz hier in der Nähe, in der Oberpfalz. Da hat auch Jürgen Renner sich die Verdienste erworben, da einen Bericht zu machen auf BTTV-Homepage. Und ich habe da ihm ein Video geschickt, das möglicherweise von Paul Link Senior gefilmt wurde. Ich weiß es nicht. Paul Link Junior jedenfalls hat die ganzen Spielernamen dazu gefügt. Und Dankeschön, Jürgen Renner, dass du das verlinkt hast mit deinem Bericht über Burg Lengenfeld. Also für die alten Hasen. Paul Link Junior war ja lange Zeit auch ein Lieblingsgegner, hätte ich beinahe gesagt, von Geschäftsführer Carsten Matthias, weil der Noppen spielte und das ziemlich giftig, und das war so gar nicht das Ding von Paule. Also Dankeschön auch an Paul Link
für die Namen der restlichen Spieler. Da ist so ziemlich fast alles dabei, was in Bayern einst Rang und Namen hatte. Und er kennt natürlich auch noch die Spitznamen dazu, weil er war ja ein Teil dieser Szene 1985 an der Seite von Jan-Uwe Waldner mit den Saarbrückern, dem ADSV damals noch nicht, dem ersten FC, deutscher Mannschaftsmeister. Und weiter geht's hier unter anderem auch mit Hannes Hörmann. Aber davon das nächste Video. Hier erst einmal das Mixed. Es könnte Viertelfinale sein. Alexander Fleming mit Partnerin Brandt gegen Lea Fahrt mit Partner. Davon mehr auf dem nächsten Video als Stativaufnahme.